Wie wird aus einer Vision und einer Open-Source-Community ein Erasmus-Plus-Projekt? Christine Baumgartner von der Klein- und Partner KG in Innsbruck erzählt die Geschichte von IT Onboard, also im Ganzen IT Community Onboarding Program Vocational Orientation for Young People. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, schrieb einst der berühmte Kinderbuchautor Erich Kästner. Und genau nach diesem Motto haben wir gehandelt, als wir uns der Frage stellten, wie wir junge Menschen, insbesondere Mädchen für die IT und die Idee von Open Source, begeistern können. Alles begann an einem schönen Frühlingstag, als meine Freundin mich auf unserem gemeinsamen Spaziergang fragte, ob ich vielleicht in unserer netten, freundlichen, weltweiten Community, von der ich ihr schon öfters berichtet hatte, eine IT-Firma wüsste. Ihre Tochter, 17 Jahre, brauche ein Sommerpraktikum. Was für eine faszinierende Idee, die Community als Vermittlerin von Nachwuchs an IT-Firmen. Im Sinne der Duokratie in unserer Plone-Community haben wir die junge Frau dann selbst eingestellt. Zusammen mit einem anderen Praktikanten planten, designten und erstellten sie eine Praktikumsbörse nach ihren Vorstellungen. Das Board der Plone Foundation erklärte seine volle Unterstützung zu unserem Internship-Programm und lud die Praktikanten nach Ferrara zur Plone-Konferenz 2019 ein. Im Gepäck die Praktikumsbörse, die sie stolz einem internationalen Publikum von IT-Fachleuten und IT-Firmen mit Erfolg präsentierten. Denn einige engagierte IT-Firmen aus der Community taten sich daraufhin zu einem Gedankenaustausch zusammen. Der Wille, etwas wirklich zu tun, formte die Idee, einen EU-Antrag zu stellen. Mit zwei weiteren IT-Firmen aus Deutschland und Italien beschlossen wir, Nägel mit Köpfen zu machen. Wir holten zwei weitere erfahrene europäische Partner aus den Bereichen Bildung und Berufsorientierung mit an Bord. Wir warfen unsere Erfahrungen, Ideen, Vorstellungen und Fähigkeiten auf einen Haufen und entwickelten gemeinsam einen Prozess für eine mehrstufige Berufsorientierung. In diesem Prozess kann eine Schülerin oder Studentin mit einem Interessenstest und einem Einstufungsspiel als Escape Game beginnen. Durch Storytelling auf einer E-Learning-Plattform kann man genauer die unterschiedlichen Berufsfelder in der IT kennenlernen. Und schlussendlich vermittelt eine Praktikumsbörse den interessierten jungen Menschen Praktika in IT-Firmen. Daneben gibt es einen Leitfaden für Lehrer und Schulen zur Berufsorientierung und einen Leitfaden für IT-Firmen zum Praktikum. Leider wurde der Antrag beim ersten Mal nicht angenommen. Aufgrund der weltweiten Pandemie schrieb die EU im Herbst 2020 eine zusätzliche Antragsrunde aus mit dem Schwerpunkt innovativen Praktiken im digitalen Zeitalter. Also versuchten wir es erneut und verbesserten und veränderten unsere mehrstufige Berufsorientierung in diesem Sinne. Nur die Idee eines Praktikums musste jetzt komplett neu überlegt werden. In Zeiten von einer weltweiten Pandemie, Homeoffice und E-Learning ist an Praktika nicht zu denken. Oder vielleicht doch? Viele IT-Firmen in der Community, aber auch außerhalb, arbeiten schon seit Jahren remote und haben ihre eigenen Kulturen von Präsenzphasen entwickelt. Wie würde ein Praktikum in einer solchen Firma aussehen? So entstand die Idee, ein Konzept für ein Blended Remote-Praktikum zu entwickeln. Mit neuen Ideen zu der veränderten Welt starteten wir einen neuen Versuch. Und tatsächlich wurde unser Antrag angenommen. Und mit dem Kickoff-Meeting am 19. März 2021 sind wir gestartet. In unserem Gepäck sind Hoffnung, Neugier, ein Haufen Aufgaben und Arbeit, etwas Bauchkribbeln und nicht zu vergessen unsere Philosophie und Kultur, unsere Werte aus der Open-Source-Welt und unsere ganz eigene Kultur aus unserer Familie, der Plone-Community. Diversität, Respekt und Vertrauen.